Mit Vollgas ins Gleichgewicht. Die Kunst der gleichförmigen Bewegung im Auto. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, was geradlinige Bewegungen hier in dem Falle mit der gleichförmigen Bewegung auf sich haben. Das sind einfach Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung. Für die Geschwindigkeit v gilt Wegstrecke durch Geschwindigkeit s durch t. Die finden Sie auf Seite 44 oben in der NTG-Formelsammlung. So, das kann man dann natürlich nach s umstellen. Das heißt also, ich muss nur mal t nehmen. Und dann haben wir s gleich v mal t. Für die Geschwindigkeit v haben wir häufig das Problem, dass wir das in mehreren Größen angegeben haben. Also die häufigsten, die wir hier finden, sind Meter pro Sekunde oder Kilometer pro Stunde. Seltener kommt zum Beispiel Meter pro Minute vor oder Zentimeter pro Sekunde. Die Umrechnung ist dabei recht einfach. 1 km/h entspricht dann 1 durch 3,6 Meter pro Sekunde, weil 1 Kilometer sind natürlich 1000 Meter und eine Stunde sind 3600 Sekunden und dann kann man einfach 3 Nullen wegstreichen. Ja, was machen wir dann, wenn ich Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umrechnen will? Muss ich einfach durch 3,6 teilen. Das heißt also 72 km/h sind 20 Meter pro Sekunde, wenn ich durch 3,6 teile. Und 15 Meter pro Sekunde nehme ich dann mal 3,6, dann habe ich 54 km/h. Diesen Trick kann man bei vielen Aufgaben anwenden. Aufgabe: Ein Auto fährt mit 50 km/h auf eine Ampel zu und befindet sich 60 Meter von ihr. Nun springt die Ampel von grün auf gelb. Ich habe also eine Gelbphase von 3 Sekunden. Kann der Fahrer die Haltelinie der Ampel noch in der Gelbphase überqueren? Ja, was haben wir hier? Wir haben 50 km/h als Geschwindigkeit, s gleich 60 Meter und t gleich 3 Sekunden. Ja, wegen den verschiedenen Einheiten, ich habe ja Meter und Kilometer pro Stunde und als Zeit Sekunden, da bietet sich an, eigentlich die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde umzurechnen. Das heißt also, ich teile die 50 Meter durch die 3,6 Sekunden Kilometer pro Stunde kommt dann umgerechnet raus, praktisch 50 Kilometer durch 3600, dann habe ich dann 50 durch 3,6 Meter pro Sekunde, sind dann 13,8888 oder 89 Meter pro Sekunde. Nur folgend hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal, die erste Frage ist, wie lange brauche ich überhaupt für 60 Meter? Dann habe ich s gleich v mal t, löse ich dann nach t auf. Also s durch v ist t. Und dann setze ich die Zahlen ein. 60 Meter durch 13,888 sowieso Meter pro Sekunde. Kommen wir auf 4,32 Sekunden. Ja, ich habe aber leider nur 3 Sekunden Zeit dafür gehabt. Die Ampel ist also schon 1,32 Sekunden lang rot. Das gibt also ein dickes Ticket, weil man über eine Sekunde drüber liegt. So, oder Variante B, welche Strecke schafft er in 3 Sekunden? Da brauchen wir die Gleichung gar nicht umzustellen für. Das heißt also, ich rechne s gleich v mal t gleich 13,888 sowieso mal 3 Sekunden. Dann komme ich dann letztendlich auf 41,7 Meter gerundet. Also schafft er die 60 Meter natürlich nicht, was wir ja bei Variante A schon gesehen haben, sondern befindet sich noch etwa 60 Meter minus 41,7 Meter.
Das sind 18,3 Meter vor der Ampel. 60 Meter war er ja vor der Ampel. 41,7 hat er geschafft. Dann ist er 18,3 Meter vor der Ampel, wenn sie auf Rot springt. Sowohl mit A als auch mit B kann man also gut begründen, dass der Autofahrer es so nicht schafft, die Ampel bei Gelb zu überqueren. Definitiv ist sie hier rot. Das können wir uns dann gerne mal im VT-Diagramm anschauen. Nein, oben auf der Y-Achse sehen wir V, unten auf der X-Achse sehen wir T und wir wissen ja, gleichförmige Geschwindigkeit bei 50 km/h oder 13,888 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Geschwindigkeit bleibt konstant. Dann schauen wir uns die zurückgelegte Strecke an. S gleich V mal T. Dann wissen wir, die zurückgelegte Strecke bei 0 ist natürlich 0. Und bei 4,32 Sekunden habe ich genau 60 Meter erwischt. Das heißt also, ich habe hier eine Steigung. Mit der Steigung 13,88 Meter pro Sekunde. Ja, bei 60 Meter habe ich dann mal eine Linie durchgezogen. Und dann sehen wir automatisch, dass wir hier dann diese Streckenlinie, also bei 60 Meter dann schneiden. Bei eben diese 4,32 und hier kann ich dann auch sehen, dass ich bei 3 Sekunden noch einen gewissen Abstand hier finde, nämlich den Abstand von hier nach hier. Das ist dann der Abstand, den ich nach 3 Sekunden von der Ampel habe und dass ich dann noch bei Rot bin, sozusagen ab diesem Zeitpunkt. Hier ist nämlich dann noch Gelb. Und da ist Rot. Und hier habe ich dann die Zeit, die dann entsprechend die Ampel rot ist.